So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen und wir haben wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Ihr wisst, ich bin alle Samyang-Liebhaber und die Shenaya hat sich letztens eine Probebox bestellt mit verschiedenen Samyang-Sorten drin. Da waren leider nicht alle Sorten drin, die es gibt von den normalen Samyang-Bulldog-Rahmen. Dafür war da was anderes drin, zwar kein Samyang-Bulldog-Rahmen, aber von der Firma Samyang diese Potato-Rahmen. Und die sind wieder was ganz Besonderes. Potato-Rahmen, Chevy Texture, Noodle Made with Potato. Ich habe keine Ahnung, was das wirklich sein soll, aber man merkt schon, dass das im Prinzip wie ein rundes Nudelnetz ist und das dann auch irgendwie wie eine Art Suppe ist, ja. Bei den ganzen anderen Samyang-Nudeln habt ihr es ja eigentlich so gehabt. Ihr habt da Wasser aufgekocht, habt die Nudeln rein. Wenn die Nudeln weich waren, habt ihr das Wasser eigentlich abgegossen beziehungsweise habt 8 Löffel zurückgelassen an Wasser. Dann die Soßen dazu gekippt, die dabei waren in den Tütchen. Das dann noch 30 Sekunden kochen lassen, irgendwas, dass das ein bisschen nochmal verdampft und die Soße in die Nudeln eindringt und ihr habt richtig feste Nudeln dann zum Essen. Das hier ist aber dann wie diese Samyang Stew Type wahrscheinlich, was also wie ein Eintopf ist, sind das Kartoffelnudeln, weil ihr im Prinzip euch eine Suppe macht aus Kartoffelzeug. Ja. Wenn man das jetzt aufmacht, haben wir auch hier ein Tütchen drin, wo ich nicht weiß, was das ist. Ein braunes Tütchen, Potato-Rahmen, ein weißes Tütchen, Potato-Rahmen. Das müsst ihr beides genauso aber schon ins Wasser machen. Und dann habt ihr hier halt diese runde Packung, dieses runde Nudelnetz, steht ja auch hinten dran. Man soll 550 Milliliter Wasser zum Kochen bringen. Put the noodles in all the sachets into 550 Milliliter of boiling water and cook for 4 minutes. 4 Minuten in einem kochenden Wasser dann drin liegen lassen, alles zusammen mit dem Tütchen, mit dem Tütchen. Ich habe jetzt hinten schon Wasser aufgesetzt, auf den Topf, auf den Ofen. Willst warten, bis das Wasser warm wird und das einfach reinwerfen, die zwei Tütchen drüber streuen und mal gucken, was das am Ende wird. Kann ich mir nicht so cool vorstellen, ich bin ja eher einer, ich mag eigentlich keine Suppen. Ramses, der Suppenkasper in your house, gibt's nicht mehr. Ich will Hähnchen mit Reis, nein, ich möchte Nudeln, die man wirklich so essen kann und du halt was Frampfiges hast und nicht eine Suppe zum Schlürfen. Aber ich gebe dem Ganzen eine Chance, danke an Shenaya, dass sie mir das geschickt hat, dieses Paket, dieses Probedings. Sie hatte, glaube ich, 2 Packungen immer von jeder Sorte gehabt. Jetzt warte ich, bis das warm wird, werf mal rein und sehen uns gleich wieder. So, ihr seht, das Wasser fängt jetzt theoretisch an zu kochen. Wir werden jetzt dieses Nudelnetz mal hier reingeben. Ich habe ja schon gehört, in meiner Abwesenheit, dass der Adi da dran rumgemacht hat und hat er irgendwie schon wieder versucht, die Nudeln zu fressen. Das schmeißen wir also hier rein. Da drüber ein Tütchen. Irgendwie Pulver, Soße, sonst was, weiß ich nicht, was das jetzt hier ist. Das wird dann alles rumgemacht, irgendwas Braunes. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Wahrscheinlich sieht einfach alles interessant aus, egal wie es aussieht. Und dann hier das müsste dann so kleine Flakes sein, so Gemüsezeug. Genau, das sieht sehr bunt aus, das kommt auch noch oben drüber. Bunt im Sinne von Orange und Grün, muss dann reichen. Jetzt soll das 4 Minuten kochen. Und zwischendurch kann man das natürlich dann hier ein bisschen so verteilen oder rummachen oder irgendwas, dass ich das halt, ja, dass ich das schön anpasse. Das riecht auf jeden Fall interessant. Ich glaube jetzt mal nicht, dass das scharf ist. Obwohl, es ist von Samyang. Bei Samyang ist ja eigentlich immer alles scharf. Also ich habe wirklich keine Ahnung, was das hier im Endeffekt ist. Die Nudeln sind eigentlich schon, die gehen so schön auseinander, dass die jetzt schon irgendwie weich werden. Aber egal, wir lassen das jetzt wirklich mal 4 Minuten hier stehen, dass das ein bisschen kocht. Und melden uns dann gleich zurück, wenn es fertig ist. So, jetzt schmeißen wir mal die Nudeln hier drauf. Ihr seht, da kommen die Fettaugenbrühe raus. Da kommen die Nudeln oben drüber. Das sieht eigentlich ganz herrlich aus. Pupsi hat gerade auch mal ein Gäbelchen probiert. Hat gesagt, es schmeckt nach Nudeln. Sie merkt nicht, dass da Kartoffeln sind. Ich habe keine Ahnung, was das überhaupt ist.
Das sehen wir gleich. Hier ist noch lauter Gemüse drin. Das versuchen wir jetzt irgendwie noch rauszukriegen, aber nicht mit dem Kratzer-Ding. Dann setzen wir uns rüber und probieren das mal. Riecht auf jeden Fall ganz angenehm. So, das ist jetzt also der Teller, ne? Sieht doch super aus. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht so einer, der gerne so Suppe isst und alles, aber trotzdem ist ja jetzt hier nicht so viel Flüssigkeit drin. Hauptsächlich habt ihr ja trotzdem hier viele Nudeln. Was mich interessiert hätte, was wäre gewesen, wenn du die Nudeln kochst, abgießt und dann das... Na gut, das geht nicht. Das war ja keine Soße, das war ja trotzdem Pulver. Und Pulver ist ja zum im Wasser auflösen, also wie wenn du halt so eine 5-Minuten-Terrine hast, wo auch überall Pulver drin ist. Wir gehen jetzt mal hier drauf. Das ist nämlich der Grund, warum ich so Nudelsuppen nicht mag. Weil das dann alles immer von der Gabel runter glitscht, unten in die Soße wieder rein. Ist alles rumspritzt, sich total zusaut. Wir wollen jetzt hier mal probieren. Das ist alles sehr bräunlich. Sieht ein bisschen fettig aus, ein bisschen muffig, aber richtig stark vom Geschmack, vom Geruch her. Das riecht auf jeden Fall mega kräftig. Probieren wir mal. Ist auf jeden Fall auch würzig, ja. Pupsi hat gesagt, soll das scharf sein? Das ist aber nicht scharf, ne? Ich merke auf jeden Fall, dass das trotzdem gewürzt ist. Im Gegensatz zu ganz normalen 5-Minuten-Terrinen oder so. Hast du da trotzdem wirklich eine würzige Note drin? Kein Vergleich zu den Bulldog-Rahmen von Samyang. Aber irgendwie trotzdem genauso, wie sie immer essen. Ihr kennt das ja, das ist Tradition sogar, dass die schlürfen beim Essen. Schlürfen und schmatzen und da wird den ganzen Tag nur und alles reingezütschelt. Also das muss so sein. Wer das nicht macht, der kriegt gleich Hausverbot. Ich werde jetzt die Portion hier essen. Das mit dem Gemüse gefällt mir sehr gut. Die Soße finde ich eigentlich auch gut. Auch die Konsistenz von den Nudeln. Also kann man auf jeden Fall essen. Würde ich auch nochmal essen. Ist mir jetzt nicht würzig genug, aber irgendwie ist es so, wie es ist, eigentlich trotzdem auch ganz passend und einfach mal was ganz anderes. Mega genial. Da fühlst du dich gleich wie so ein berühmter YouTuber. Vor allem Shania hat die doch selbst auch, hat die auch ein Video dazu gemacht. Ich habe noch kein Video gesehen. Wenn die noch nicht gegessen hat, würde mich mal interessieren, wie ihre Nudeln ausgesehen haben. Wie sie die gegessen hat, ob sie da auch so schön geschmatzt hat und so schön geschlürft hat. Und wie man das hier machen kann. Und schmeckt im Prinzip wie eine normale Nudelsuppe, wie ein kleines Hühnersüppchen. Also ich glaube, gerade auch wenn du erkältet bist oder so irgendwas, kann man das immer mal zu sich nehmen. Brühe ist natürlich auch noch da zum Austrinken. Also Dankeschön nochmal an Shania für diese Kartoffeltüte, damit ich mir die nicht selbst bestellen muss. Die habe ich nämlich noch nie einzeln gesehen. Die sehe ich nur in einem Pack, wo halt alle möglichen anderen Sorten drin sind und das auch mit dabei. Aber alles von Samyang interessiert mich auf jeden Fall.
Deswegen habe ich mich darauf gefreut, das mal zu testen. Ich finde es gut, es ist auf jeden Fall anders. Ich würde es auch nochmal essen. Hat geschmeckt, kann ich empfehlen. Wenn ihr die kennt, probiert es halt auch mal. Die Samyang Potato Ramen, was halt eher dann eben eine, wie eine Suppe ist, anstatt wie halt diese fetten, scharfen Nudeln. Aber die habe ich auch nicht mehr großartig. Also muss ich entweder mal wieder einkaufen oder drauf hoffen, dass jemand Mitleid hat. Peace out, Vorhaut, euer Ramses und euer Adi-Schatz. Adi-Schatz? Alles Gute? Adi? Adi?